Henry Weigelt, Abwehrspieler bei Arminia Bielefeld. 3,5 Spiele hast du jetzt die Saison schon gemacht, dreimal über die volle Distanz angekommen in der zweiten Liga? Angekommen, noch nicht ganz, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall schon kurz davor. Und mit jedem Spiel, das ich mache, wird es natürlich besser, sicherer. Und von daher zwei, drei Spiele noch, dann denke ich, könnte man sagen, ich bin angekommen, ja. Wie zufrieden bist du selber mit deinen bisherigen Leistungen, mit deinem, ich sag mal, primären Spielen in der zweiten Liga? Gegen Ingolstadt war es okay. Aber natürlich verbesserungswürdig, jetzt gegen Aue war es gut. Haben ja auch zu null gespielt, das ist immer das Ziel von einem Abwehrspieler. Aber es gibt immer noch Steigerungspotenzial, von daher müssen wir sehen, was die nächsten Spiele noch alles so bringen. Jetzt ist in der zweiten Liga ja schon eine ganz gute Stimmung auf den Tribünen. Es geht schon ab, jetzt gerade am Wochenende gegen Aue. Wie ist das für dich? Kann man das ausblenden oder ist das immer noch so, wo du so das Feuer spürst und denkst, oh, Wahnsinn, ich spiele zweite Liga? Nee, also das gar nicht. Man blendet es meistens aus, beziehungsweise ist so aufs Spiel fokussiert, dass man es gar nicht wahrnimmt. Aber wenn man es wahrnimmt, peitscht einen das natürlich nach vorne und motiviert einen extrem. Und abschalten, ausblenden geht am besten mit Kopfhörern auf den Ohren und dann warten bis kurz vor Anpfiff. Genau, also im Bus Kopfhörer auf, dann am Stadion angekommen, werden die rausgenommen und dann mit anderen Spielern unterhalten, ein bisschen locker werden und dann geht das. Was erwartest du jetzt gegen Braunschweig für ein Spiel? Ja, Braunschweig steht nicht so gut da. Haben nur einen Punkt Abstand auf den Relegationsplatz, von daher müssen die gewinnen sozusagen, also die müssen. Und von daher denke ich, wird es ein relativ ja, hartes Spiel, kampfbetontes Spiel. Aber wenn wir den Kampf annehmen, dann können wir auch da wieder gewinnen. Dein Vertrag läuft bis Sommer 2019. Gab es da schon Gespräche über eine Fortsetzung? Gerade ist ja hier der Jugendverein bei Arminia, viele junge Spieler verpflichtet oder kriegen Profiverträge. Wie sieht das bei dir aus? Ja, ich habe ja noch bis nächstes Jahr Vertrag und Gespräche wird es mit Sicherheit jetzt geben. Und dann gucken wir, wie das alles so abläuft und wird. Alles klar, vielen Dank.